Herzlich willkommen zum abendlichen Gottesdienst hier euch in der Kirche und Sie draußen an den Bildschirmen. Wir feiern den dritten Ostersonntag und eröffnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der seinen Jüngern nach seiner Auferstehung nahe ist, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Noch dauert Ostern. Es ist ein unfassbares Ereignis von Gott her, aber ein Prozess des Glaubens für das schwerfällige Menschenherz. An manchen Tagen und in manchen Nächten gelingt selbst den engsten Vertrauten Jesu nichts. Ohne den Auferstandenen fängt nichts an. Nichts bei Vertrauten und Verzweifelten, nichts in der Kirche und der Welt, bis er am Ufer steht. Aber dann kommen alle, die anfangen zu wagen, zu hoffen und zu leben, durch die Nacht in das neue Licht des Tages. Auferstandener Herr Jesus Christus, wir vertrauen auf deine Nähe. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Du kommst zu uns als der auferstandene Herr. Christe eleison, Christe eleison. Du willst auch uns nahe sein. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Der Herr schenke uns sein Erbarmen, er wende sich uns zu und lasse ihn uns erkennen in unserem Alltag. Amen. Gloria in excelsis.
excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia, alleluia. Lasset uns beten. Treuer Gott, Menschen dürfen erkennen und erfahren, dass dein Sohn mitten unter uns ist. Er macht uns Mut, nicht zu resignieren, sondern die Seite zu wechseln. Er schenkt uns Hoffnung, wo uns die Furcht lähmt. Lass uns in dieser Osterzeit lernen, als Auferweckte durch das Leben zu gehen und mutig die Mauern von Ohnmacht und Gelähmtheit zu durchbrechen. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenen Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Aufstehung des Christus. Er gab ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leib schaute die Verwesung nicht,
Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie er selbst sieht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Es war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder vor den Bildschirmen und hier in der Kirche, da habe ich mich abgehetzt, Zeit, Kraft, Mühe, so viel von mir selbst investiert. Und was ist der Erfolg? Nichts. Einfach nichts. Ein leeres Netz. Nicht einer hat angebissen. Kommt mit. Obwohl ich mich so angestrengt habe. Und jetzt kommt auch noch einer, sitzt nicht einmal mit im Boot, verteilt aber gute Ratschläge. Das hat ja gerade noch gefehlt, so einer, der auch noch meint, es besser zu wissen. Okay, ein Versuch. Aber wenn das nicht klappt, verlasse ich mich wieder auf mich selbst. Dreinreden kann schließlich jeder. Abgesehen davon, helfen tut er auch nicht. Die Arbeit bleibt dann doch wieder an denen hängen, die sie schon immer gemacht haben,
aber Ratschläge geben. Und wenn er vielleicht doch recht hat? Vielleicht haben die Jünger so gedacht, als sie mit dem Boot auf dem See waren und feststellen mussten, dass alle ihre Mühe umsonst war. Wie oft haben Sie, habe ich schon so eine Situation erlebt? Da rudern wir mit aller Kraft, mühen uns ab und kommen trotzdem nicht vorwärts. Plötzlich taucht einer unvermittelt auf, sagt etwas und dann muss ich mich entscheiden. Gehe ich das Risiko ein, diesem Vorschlag zu trauen, oder handle ich nach dem Motto, wer von uns hat mehr Erfahrung, weiß Bescheid, steckt mittendrin und kann die Lage am besten beurteilen. Auch wenn wir es nur ungern zugeben, liegt uns die zweite Variante näher, vor allem dann, wenn wir den nicht kennen, von dem der Ratschlag stammt. Lieber beißen wir noch einmal die Zähne zusammen, machen weiter und lassen uns die Verzweiflung nicht anmerken. Weiter so, es wird schon noch werden. Hat bisher noch immer geklappt und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Die Jünger im Evangelium wagen es, dem Rat des scheinbar Unbekannten zu folgen. Sie lassen sich darauf ein, obwohl sie noch nicht wissen, wer am Ufer steht. Vielleicht sogar nur, weil sie denken, probieren wir es halt noch mal. Dann wird man schon sehen, wer die größere Erfahrung hat. Warum sollten plötzlich auf der anderen Seite des Bootes Fische sein? Und dann? Punktlandung, Glückstreffer. Ganz allmählich begreifen die Jünger, von wem dieser Rat kam und wer sie nach dieser langen und mühsamen Nacht erwartet, mit einem fertig bereiteten Mahl. So ist diese Ostererfahrung eine ganz andere als die, die sie bisher gemacht haben. Nach einer langen und mühsamen Nacht steht einer da und wartet auf uns im Licht des Morgens. Vielleicht haben wir ganz einfach nicht gesehen, nicht gespürt, dass er diese Nacht mitbekommen hat und um den Misserfolg und unsere Mühe weiß. Dort, wo wir erschöpft aufgeben, wartet schon einer auf uns. Und noch mehr, er sorgt für das, was wir jetzt brauchen. Essen und Trinken, eine Gemeinschaft, die zusammenhält und Misserfolge miteinander aushält. Solche Ostererfahrungen gibt es auch heute. Es gelingt, eine verfahrene Situation, einen unlösbaren Konflikt aufzubrechen, wenn jemand die Stimme erhebt und sich mit an den Tisch der Verfeindeten setzt. Es gelingt der Politik, jahrelang verfeindete Länder und Gruppen zu einem Gespräch zusammenzuführen, wenn Menschen aufhören, an der eigenen Sichtweise festzuhalten. Es gelingt dann, wenn die Einladung ausgesprochen wird, dass sich alle ernst genommen wissen in ihrer Verzweiflung, auch in ihrem Hass oder in ihrer Ohnmacht. Dann wird es möglich, das Risiko einzugehen, das Unmögliche und bisher nicht Vorstellbare zu sehen und zu glauben. Das ist Ostern. Not und Leid werden ernst genommen
und dem wird eine kleine Hoffnung auf Frieden hinzugefügt. Es ist Ostern, wenn man es riskiert, miteinander zu sprechen, aufeinander zu hören. Es ist Ostern, wenn Ideen entstehen, wie es doch gehen könnte, indem einfach einmal die Seiten gewechselt werden. Wenn anders gedacht und gesprochen wird und die Furcht in den Hintergrund gestellt wird. Die junge Kirche hat dieses Evangelium erzählt als eine Erfahrung aus ihren Anfängen. Sie hat es in einer Zeit erinnert, wo sich die Fronten verhärtet hatten und Abgrenzung normal geworden war. Sie hat sich gefragt, wer solche Dynamiken überhaupt unterbrechen und Denken und Handeln verändern kann. Wer gibt die Hoffnung nicht auf? Wir sind heute in unserer Kirche und in unserer Gesellschaft nicht so weit davon weg. Wo ist unsere Zuversicht, unsere Hoffnung spürbar? Warum empfinden viele Hauptamtliche wie Ehrenamtliche die Arbeit gerade so mühsam, anstrengend und machen trotzdem weiter wie bisher? Warum jammern wir über eine Welt, in der Hass und Feindschaft die Macht haben und setzen ihr nicht das Risiko entgegen, einfach einmal dazwischen zu rufen? Warum wagen wir es so selten, anders zu handeln und zu denken? Wieso riskieren wir, wie Petrus, in das Wasser zu springen? Wo riskieren wir das? Vergessen wir vor lauter Rudern und Suchen nach Fischen, den Blick zu heben und zu hören, wer da ruft? Wollen wir denn eigentlich etwas verändern? Gott verhindert den Untergang und setzt dem Tod die Auferstehung, dem Hass die Liebe entgegen. Das ist unser Glaube. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil Gott uns in dieser Mühsal beisteht. Liebe Schwestern und Brüder, den Jüngern im Boot ist es gelungen, ihren Blick zu verändern. Sie haben sich rufen lassen, haben hingehört auf Jesus und aufeinander. Vielleicht geht es in diesem Evangelium weniger um den Ratschlag, der zum Erfolg führt. Vielleicht geht es mehr um das Aufhorchen, das Hinhören, den Mut finden, aus dem Boot zu springen und diesem Ruf zu folgen, sich auszuruhen bei einer gemeinsamen Mahlzeit. Vielleicht geht es darum zu spüren, dass Erfolg und Misserfolg gemeinsame Sache sind und dass in aller Nacht jemand auf uns wartet, der unser Leben mit uns teilt. Das ist Ostern. Jeden Tag. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Durch die Auferstehung seines Sohnes hat Gott, unser Vater, die Welt, der Welt neue Hoffnung geschenkt. Im Vertrauen auf seine Liebe rufen wir zu ihm. Für die Frauen und Männer, die Jesu Botschaft den Menschen verkünden, für alle Haupt- und Ehrenamtlichen in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, für alle, die den Glauben in ihren Familien leben und weitergeben, sei ihnen nahe und zeige dich ihnen als der lebendige Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, die Verantwortung für die Menschen in unserem Land tragen, für alle Verantwortlichen in Wirtschaft und Verwaltung, sei ihnen nahe und stärke sie in ihrem Handeln zum Wohl der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in karitativen Einrichtungen, für alle Menschen, die sich um andere kümmern, sie pflegen und ihnen beistehen, für alle Menschen, die Angehörige versorgen und sie pflegen, sei ihnen nahe und stärke sie in ihrem Dienst am Nächsten. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Suchenden und Fragenden, die nach Antworten für ihr Leben suchen, für alle Menschen, die verzweifelt sind und keine Perspektive für ihr Leben sehen, für alle Menschen, die unerkannt in Not leben müssen, sei ihnen nahe und zeige ihnen Wege in die Zukunft. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, wir tragen unsere ausgesprochenen Bitten und alles, was wir im Herzen tragen, vor dich. Dir sei Lobpreis und Ehre jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lass er uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast dir Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit, es ist würdig und recht, ihr Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Versammelt zumal der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm Jesus beim Mahl das Brot und sagte dir Dank. Brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus,
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in die Herrlichkeit. Barmherziger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, erleuchte deine Kirche in unserem Land und auf der ganzen Erde und erneuere sie durch das Evangelium. Festige das Band der Einheit zwischen den Gläubigen und ihren Hirten in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Reinhard und allen Bischöfen. Mach dein Volk in unserer zerrissenen Welt zum Werkzeug der Einheit und des Friedens. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, dem heiligen Josef, ihrem Gemahl, mit den Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Markus, und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm wird dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre erwiesen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander zu Gott Vater sagen und beten nach der Weisung unseres Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger und gütiger Vater, von allem Bösen, besonders vom Coronavirus, und gib Frieden in dieser unserer Zeit. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unerkannt geht Jesus mit den Emmaus-Jüngern ihren Weg mit. Unerkannt steht er am Ufer und gibt Ratschläge den Jüngern, die arbeiten. Unerkannt steht er auf uns zur Seite, Tag und Nacht und gerade in dieser Zeit. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, unerkannter, auferstandener Herr,
Bleib an unserer Seite, zeig dich uns, geh den Weg mit uns, damit wir zufrieden und heil finden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Thank you.
Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns auch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke am Ende dieses Gottesdiensten für allen, die mitgeholfen haben, dass deshalb diese Aufzeichnung, dieser Livestream nach draußen dringt. Herrn Pöllmann, besondererweise Dankeschön, dass Sie wieder mit dabei waren. Sie können am 1. Mai auch wieder live mit dabei sein. Dann um 11 Uhr schon zum Festgottesdienst Patrona Bavaria. Und abends wollen wir dann auch live eine Maiernacht ausstrahlen, 19 Uhr. Vielleicht mögen Sie wieder mit dabei sein. Denen da hinten darf ich wieder zuwinken, ich habe es versprochen. Einige, die freuen sich immer drauf. Schön, wenn wir auf diese Weise miteinander online Gemeinde sein können. Ich wünsche allen jetzt einen schönen Abend und eine gesegnete Woche. Wir wollen jetzt den Herrn um seinen Segen bitten, in besonderer Weise mit dem Wettersegen seit gestern, dem Markustag. Da hat ja diese Zeit des Wettersegens wieder angefangen. Und wir brauchen auch dringend Regen, deshalb wollen wir darum auch bitten, dass erquicklicher Regen kommt und die Erde tränkt und die Früchte, die Erde wachsen und reifen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Gott, du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen die Welt anvertraut und willst, dass wir ihre Kräfte nutzen. Aus dem Reichtum deiner Liebe schenkst du uns die Früchte der Erde, den Ertrag aus Garten, Acker und Wald, damit wir mit frohem und dankbarem Herzen dir dienen. Erhöre nun unser Gebet. Schenke uns erquicklichen Regen, halte aber Ungewitter und Hagel, Überschwemmung und Dürre, Frost und alles, was uns Schaden mag, von uns fern. Schenke uns aber all das, was wir zum Leben brauchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab, auf die Früchte der Erde und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja. Dir, oh